Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, die letzten beiden Wochen sah es ja ziemlich leer aus am Anfang, lag daran, dass ich flach gelegen habe. Ja, meine Frau ist aber in die Bresche gesprungen, hat ihre Sauerländer Wipfeltorte gemacht und den gefüllten Schnitzelbraten. Hat sie super gemacht. Wer es nicht gesehen hat, kein Problem, verlinke ich euch im Laufe dieses Videos. Ja, wir waren gestern auf dem Gifhorner Wochenmarkt, in der Hoffnung noch frischen Grünkohl zu kriegen und wir haben ihn bekommen. Grünkohlzeit nähert sich ja langsam dem Ende. Ansonsten hätten wir auf TK-Ware zurückgreifen müssen. Aber nicht so schlimm. Wir haben ihn bekommen. Und wir machen heute ein Grünkohlgratin mit Röstikruste. Schaut's euch an. Das sind unsere Zutaten für unseren Grünkohl. Gratin mit Röstikruste. Hier haben wir Grünkohl. Dann die Kartoffeln haben wir hier. Kreuzkümmel. Baconstreifen. Dann Kassler aus dem Lachs. Etwas Haferflocken. Da hinten haben wir Gemüsebrühe. 250 Milliliter. Ist diesmal Fleischbrühe. Okay. Salz für den Grünkohl nachher zum Kochen. Creme fraiche. Etwas Senf, Butterschmalz, Salz, Pfeffer. Ja, das war's eigentlich, ne? Genau, und daraus machen wir unseren Grünkohlgratin. Ja, Freunde, wir wären nicht Kühnes Kochkanal, wenn wir ab und zu was vergessen würden. In diesem Falle zwei Eier. Als erstes beginnen wir damit, unseren Grünkohl in Salzwasser zu garen. Während unser Grünkohl langsam vor sich hingart, machen wir uns an den nächsten Schritt und bereiten das Rösti vor. Jetzt reiben wir die Kartoffeln. Zu unseren geriebenen Kartoffeln kommen jetzt unsere zwei vergessenen Eier hinzu. Jetzt kommen zwei Teelöffel Salz. Und das Ganze wird gut vermengt. Nun braten wir unseren Speck an. Und dazu gebe ich nun gleich den Grünkohl. Ja, den schwitzen wir jetzt kurz mit an, ne? Genau, den schwitzen wir kurz mit an. Ich würze ihn mit etwas Salz. Man macht nicht so viel, du hast ja die Decke braten. Ja, und etwas Pfeffer. So. Bisschen Kreuzkümmel kommt noch rein. Langt. Meinst du? Ja. Aber okay. Und unsere Haferflocken hebe ich jetzt unter. Das waren ungefähr 2 Esslöffel. So, und dann kann es auch schon von der Platte runter und beiseite gestellt werden. Hier haben wir nun unsere Fleischbrühe. Da gebe ich nun 3 gute Esslöffel Senf dazu. Dann kommt unser Creme fraiche. Ups, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier rumgesabbert habe.
Augenhöhe das Ganze verrühren wir jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es noch ein bisschen würze mit Salz. Aber nicht, dass das zu viel wird. Nee, ich wollte sagen, dass wir Salz. Dann lassen wir das mehr. Okay. Gut, und auch das stellen wir beiseite. In einen Bräter gebe ich nun die Grünkohl. Baconmasse. Baconmasse, genau. Das kommt unten rein. Beiseite stellen. Darauf schichte ich nun unser gewürfeltes Kassler. Unseren gewürfelten. Heißt das so? Ja. Ich denke schon. So. Dann gieße ich unsere Brühe, Senf und Creme Fraiche Mischung drüber. So. War vielleicht ein bisschen viel. Na, müssen wir sehen. Und darauf verteile ich nun die Ei-Kartoffelmischung. Eigentlich die Rösti-Mischung. Genau. So. Und nun geht das Ganze in den Backofen. Wie lange bleibt es da drin? Halbe Stunde. Bei 200 Grad. Ober- und Unterhitze? Nein, Heißluft wie immer. Ja, Heißluft. Meine Frau kocht gerne mit Heißluft. Ja. Also, okay, ab in den Ofen damit und dann sehen wir uns wieder. Ja, ihr Lieben, kurzfristig haben wir uns überlegt, dass wir noch etwas Käse drüber streuen. Den hatten wir natürlich nicht in unserem Vorspann, aber egal. Das war jetzt so ganz spontan und ich denke, es reicht. Ja, ist jetzt Emmentaler. Genau. Verteilen wir so ein bisschen noch. Genau, und den überbacken wir nochmal 5 Minuten und dann gibt es Essen. Ja, ihr Lieben, kurzes Fazit. Mal was anderes als immer diese traditionellen Grünkohlgerichte. Ein super leckeres Ding, sage ich euch. Salz braucht ihr keins, Bacon und Kassler geben genug Geschmack ab. Und wir waren froh, dass wir zum Schluss den Käse noch drauf gemacht haben. Ihr habt so eine herrliche Röstikruste, das glaubt ihr gar nicht. Macht's einfach nach, wir haben es bestimmt auch nicht das letzte Mal gemacht. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss!